Nachgefragt. Was wurde eigentlich aus der 72-Stunden-Aktion? Unser Thema heute bei Kreuz Plus unterwegs. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kreuz Plus unterwegs, dem Fernsehmagazin des Bistums Eichstätt, heute aus 5 Städten bei Monheim. Es ist die große Sozialaktion von Jugendlichen, die 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend, kurz BDKJ. Im vergangenen Jahr fand sie bereits zum 2. Mal deutschlandweit statt und rund 160.000 Jugendliche haben sich engagiert. Ziel ist es, in 72 Stunden ein politisches, interkulturelles, soziales oder ökologisches Projekt umzusetzen. Auch im Bistum Eichstätt waren die jungen Menschen aktiv und jetzt, gut ein Jahr danach, wollen wir schauen, was aus den Projekten geworden ist. Aber vorher ein kurzer Rückblick auf die Aktion. Uns schickt der Himmel. Unter diesem Motto steht die 72-Stunden-Aktion, die der Bund Deutscher Katholischer Jugend organisiert. Zuletzt fand sie im Mai 2019 statt. In 72 Stunden setzen Jugendliche dabei in ganz Deutschland Projekte um, die die Welt ein Stückchen besser machen. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf. Junge Menschen setzen sich bei der Aktion für mehr Solidarität und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft und Umwelt ein. Themenfelder sind zum Beispiel Inklusion und Integration, soziale Gerechtigkeit, Bildung und Natur sowie das Gestalten vor Ort. 2019 haben bundesweit über 160.000 Mitwirkende in 3.400 Gruppen teilgenommen. Damit ist die 72-Stunden-Aktion die größte Jugendsozialaktion in Deutschland. Allein im Bistum Eichstätt haben sich 2019 mehr als 700 Jugendliche in 50 sozialen Projekten engagiert. Es sind Firmlinge eingespannt, erst kommen Jugendkinder, Jugendverbände, Ministranten und so weiter. Wie vielfältig wir doch sind und wie jeder einen anderen Akzent setzt. Es gibt von ganz spirituellen Angeboten in Schwabach mit diesen 7200 Botschaften, aber dann eben wie so ganz handfeste Aktionen wie jetzt hier. Oder dann auch einfach, wir verkaufen Kuchen. Also sehr unterschiedlich, aber doch sehr, sehr bereichernd für die ganze Kirche. Und ich denke, in diesen Tagen geben wir ein ganz tolles Zeugnis für die Kirche, das eben doch jung ist und lebendig. In Postbauer Heng in der Oberpfalz gestaltete die Pfarrjugend den Innenhof des Seniorenheims um. Neben Hochbeeten und Rankhilfen bauten die Jugendlichen auch eine Fühlwand und ein neues Gehege für die Meerschweinchen. Ich glaube, für die Senioren ist es eine große Freude, dass wirklich sich was rührt. Junge Leute in das Seniorenheim kommen und da gemeinsam was gestalten. Aber auch einfach sich mit den Senioren mal hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, das, glaube ich, gefällt ihnen wirklich sehr gut. Die Jugendlichen der Pfarrei St. Marien im fränkischen Katzwang setzten sich für die Umwelt ein. Sie sammelten tütenweise weggeworfenes Plastik und Flaschen aus dem Wald. Im Pfarrheim entstanden in dem Upcycling-Projekt aus dem Müll und Sachspenden neue Gebrauchsgegenstände. Im schwäbischen 5 Städten packte die katholische Landjugend kräftig an. An verschiedenen Orten im Dorf schufen die Jugendlichen neuen Lebensraum für Insekten. So entstanden Bienenkästen, ein Insektenhotel, Hochbeete und Blühwiesen. Viele helfende Hände, kreative Ideen, ehrenamtliches Engagement und 72 Stunden Zeit. Das ist es, was die 72-Stunden-Aktion des BDKJ auszeichnet. Unglaublich, was die Jugendlichen in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben und mit welchem Engagement sie bei der Sache waren. Dafür wurden sie im vergangenen Jahr übrigens mit dem Bambi in der Kategorie Zukunft ausgezeichnet. Und hier in 5 Städten läuft die 72-Stunden-Aktion quasi weiter. Die jungen Menschen haben sich etwas Ökologisches einfallen lassen. Das Bienensterben ist seit Jahren ein großes Thema und dagegen wollten sie aktiv werden. Was sie genau gemacht haben, das schauen wir uns jetzt an. Im Garten der Pfarrei sind die Jugendlichen auch heute bei der Arbeit. Die 72-Stunden-Aktion geht noch ein bisschen weiter. Max, wir mähen heute was genau? Wir mähen heute im Pfarrgarten, dass der wieder schön ist. Aber das da drüben, das lassen wir stehen. Das ist noch Teil von der 72-Stunden-Aktion. Das ist für unsere Bienen gedacht. Es sind einjährige und mehrjährige Blühpflanzen drin, vor allem so Wiesenblumen. Und letztes Jahr war es halt ein wenig üppiger vom Blumending, weil halt mehr Einjährige drin waren. Jetzt sind halt die Zweijährigen oder halt die Mehrjährigen. Ist aber genauso wertvoll für die Insekten, weil die brauchen ja das ganze Jahr was. Ist eigentlich wie so eine alte Bauernwiese, wie so eine Wiese früher war. Und dann geht es los.
Über das Landratsamt haben die Jugendlichen im vergangenen Jahr eine Blühmischung bekommen. Die steht auch noch nach einem Jahr in voller Blüte. Regelmäßig kümmern sich die Jugendlichen um den Pfarrgarten, achten aber genau auf die Blumenwiese, damit die stehen bleibt. Für Max war vor einem Jahr sofort klar, dass er bei der Jugendaktion dabei ist. Ich finde, das ist eine saucoole Aktion. Man kommt da einfach zusammen mit der Gruppe, man macht in der Gruppe was, das schweißt zusammen. Und man kann auch zeigen, dass die Jugend im Dorf was macht und aktiv ist. Aber nicht nur die Blumenwiese haben die jungen Menschen angelegt. Auf der anderen Seite des Gartens haben sie ein Hochbeet gebaut. Während des Corona-Lockdowns konnten sie sich nicht so gut darum kümmern, sodass jetzt einiges zu tun ist. Richtig viel zu tun gab es während der Aktion selbst, erinnert sich Katharina. Hektisch ab und zu, aber im Großen und Ganzen war es echt eine super Aktion. Jeder hat mitgeholfen, wir hatten einen kleinen Timeline, wie man es halt was wir an welchem Tag machen wollten. Warum engagierst du dich? Das ist eine richtig coole Gruppe hier. Man hat immer Freunde, man weiß, wie man kommen kann, wenn man irgendwie ein Problem hat. Und es ist einfach auch der Zusammenhalt. Wie wichtig ist es denn, dass man sowas macht, also dass man aktiv wird als junger Mensch? Ich finde, es ist sehr wichtig. Man kann sehr viel bewegen. Man lernt Sachen kennen, die man jetzt so vielleicht nicht kennenlernen würde. Man wächst da rein auch in die Sache. Und man lernt halt auch seine eigenen Stärken und Schwächen da noch mal mehr kennen. Und nach kurzer Zeit ist das Beet wieder ein Anziehungspunkt für Bienen und andere Insekten. Damit die auch geeignete Plätze finden, haben die Jugendlichen hinter der Kirche noch ein Insektenhotel gebaut, um neuen Lebensraum für Insekten zu schaffen. Da haben wir halt die verschiedenen Abteile hier auch. Zum Beispiel verschiedene große Löcher, das sind auch für verschiedene Insekten eben. Zum Beispiel die größeren sind zum Beispiel für Hummeln, aber auch so für Wildbienen sind sie unter anderem. Von 5 Städten geht es in den Norden der Diözese Eichstätt. Unser Ziel ist Nürnberg. Auch hier lebt die 72-Stunden-Aktion weiter. Die Jugendlichen haben sich ebenfalls für ein ökologisches Projekt entschieden. Hier auf unserem Parkplatz vor unserer Kirche stand erst ein riesiger Busch. Der hat gewuchert, da waren sämtliche Unkraut und Müll drin. Haben wir uns gedacht, nee, wir machen jetzt mal was Schönes draus, wo sich die Leute auch sicher fühlen. Und da sind hier diese 14 schönen Hochbeete entstanden. Zuerst mussten sie die alten Büsche entfernen. Dann haben sie die Hochbeete gebaut und bepflanzt. Dabei haben sie besonders auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Pflanzen sollten vor allem bienenfreundlich sein. Aber es kam auch ein sozialer Aspekt hinzu. Hier kommen Menschen zusammen, die sich vielleicht sonst nicht treffen würden. Einfach mal am Abend für eine halbe Stunde quatschen dann. Freuen sich auch über die ganzen schönen Blumen. Also es ist auch ein schöner sozialer Aspekt, den wir hier geschafft haben, ohne es direkt zu wollen tatsächlich. Gemeinschaft fördern und der Umwelt etwas Gutes tun. Und das endet nicht mit der 72-Stunden-Aktion. Die Jugendlichen haben schon neue Ideen. Also wir hatten schon Ideen für unseren Garten hinter der Kirche, dass wir da sozusagen nochmal so einen kleinen Obstgarten oder Gemüsegarten oder nochmal so einen extra Kräutergarten sozusagen anlegen. Aber das hat sich jetzt natürlich leider alles verschoben. Aber die Idee ist auf jeden Fall noch da und soll auch umgesetzt werden. Beeindruckend, was die Jugendlichen leisten. Zusammen läuft alles beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Er ist das Gremium, in dem die Jugendverbände organisiert sind. Wie die 72-Stunden-Aktion noch ablief und was der BDKJ sonst noch leistet, wir treffen Elias Wagner aus dem Vorstand. Elias, wir haben jetzt zwei Projekte der 72-Stunden-Aktion gesehen, die nach wie vor aktiv betrieben werden. Das sah alles sehr toll aus. Wie lief denn die Aktion im Allgemeinen ab? Ja, im Allgemeinen lief es ziemlich gut ab. Ich bin mir zwar sicher, dass es einzelne Startschwierigkeiten gab bei den einzelnen Ortsgruppen vor Ort, aber die bekommen wir natürlich nicht mit. Wir sind erst am Samstag gekommen mit dem Bus und haben uns da einzelne Ortsgruppen mal angeschaut, was sie so machen. Muss ich sagen, es lief wirklich prima. Also da war alles top durchgeplant und es sah super aus. Und deswegen würde ich sagen, die Aktion war ein voller Erfolg. Wie zufrieden seid ihr damit? Ja, sehr zufrieden. Also wirklich. Es
gibt, glaube ich, keine bessere Möglichkeit oder keine Aktion, der Öffentlichkeit mal wirklich zu zeigen, was wir in der katholischen Jugendarbeit wirklich erreichen können. Der BDKJ engagiert sich ja jetzt nicht nur bei der 72-Stunden-Aktion, sondern auch darüber hinaus. Wo seid ihr denn noch aktiv? Also der BDKJ engagiert sich in noch vielen anderen Bereichen. Um das mal grob zu sagen, wir haben so drei Leitwörter immer: katholisch, politisch, aktiv. Wir haben also das Kirchliche, wir wollen die moderne Kirche von morgen gestalten, und wir haben das Politische, wir wollen die Meinung der Jugend nach außen vertreten, und natürlich haben wir noch dieses Aktive, das Jugendarbeit, das, was wir quasi alles so lieben und was wir hier bei der 72er-Stunden-Aktion wirklich sehen. Wie wichtig ist es denn, dass sich gerade auch junge Christen engagieren und in die Gesellschaft einbringen wollen? Das ist unglaublich wichtig, denn nicht nur der Glauben, sondern auch die Kirche bringt uns so viel Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft hilft einfach. Sie hilft einfach wirklich, dass sie lernen, wie man miteinander umgeht, wie man demokratisch in einer Gesellschaft lebt. Und das ist einfach unglaublich wichtig. Profitiert die Gesellschaft dann davon auch später? Natürlich. Zum einen kommen natürlich neue Jugendliche, die wirklich aufgeklärt sind, wirklich gut miteinander umgehen können, auch wissen, wie Demokratie funktioniert. Zum anderen bereichern diese Jugendliche natürlich auch mit neuen Anstößen die Gesellschaft und können vielleicht neue Anstöße geben, wie es politisch oder sozial weitergehen soll. Du hast es schon angesprochen, die 72-Stunden-Aktion schlägt immer große Wellen. Welche Reaktionen kommen denn da aus der Öffentlichkeit? Weil oft heißt ja, die Jugend ist faul, die macht nichts. Was bekommt ihr da für Rückmeldungen? Ja, also ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich immer ein paar kritische Stimmen, die auch sagen, bei uns kommt vielleicht das Christliche ein wenig zu kurz. Aber ich finde, in solchen Situationen, in solchen Aktionen merkt man eigentlich durch unsere Taten wirklich, wofür wir stehen und was wir eigentlich wollen. Wir haben zum Beispiel den Bambi verliehen bekommen. Das ist natürlich eine große Ehre. Den hat sogar jeder einzelne Jugendliche, der teilgenommen hat, bekommen. Zwar nicht den großen, aber so eine kleine Einstecknadel. Welche Aktionen stehen denn in der nächsten Zeit an? Also natürlich verschiedene Aktionen. Wir versuchen aufgrund der Lage natürlich auch auf den sozialen Medien mehr laufen zu lassen, weil wir, also soziale Medien sind so mein Steckenpferd. Deswegen wollen wir da vor allem zu unserem Jahresthema Frieden noch viel machen, viele Impulse geben. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Wir haben heute viel Spannendes und Interessantes über lebendige Jugendarbeit erfahren und ich freue mich, dass Sie uns begleitet haben. All unsere Ausgaben finden Sie in unserer Mediathek unter kreuzplus.de zum Nachschauen. Ansonsten sehen wir uns schon wieder in 2 Wochen, denn ich darf Sie ab sofort auch bei unserem Magazin begrüßen. Und da haben wir das Thema Schätze und da haben wir einiges Schönes für Sie ausgegraben. Bis dahin, alles Gute!